Also, Ihr Onkel. Was ist sein Problem? Besessenheit. So wie vom Teufel? Sowas in der Art. Er sagt, ihm würde ein Schattenmann folgen. Ihn ständig beobachten. Was halten Sie davon? Das ist natürlich Unsinn. Aber es beunruhigt mich, ehrlich gesagt. Es liegt uns nun mal im Blut. Besessenheit? Nein, Detective. Zerstörerische Melancholie. Nahezu alle Mitglieder der Hartwood-Familie verfallen noch jung dem Wahnsinn. Aber Jeremy hat das nicht getan. Ist er deswegen in der Cellar? Obwohl er davon überzeugt ist, wirklich besessen zu sein, setzt er seine letzte Hoffnung auf Dr. Gray und seine Psychoanalyse. Dachte wohl, vielleicht findet sich eine Heilung. Sie haben einen Brief erwähnt. Ich habe einen verstörenden Brief von Jeremy erhalten, in dem er das Personal und die Patienten als Kultmitglieder bezeichnet, die ihn erledigen wollten. Könnte das wahr sein? Oder ist es nur Einbildung? So legt er es sich zurecht, Mr. Carnby. Alles, um die Wahrheit zu meiden. Die wäre? Dass wir alle absolut unbedeutend sind. Dass die Menschen einander so wenig bedeuten. Dass niemand hinter Jeremy Hartwood her ist, weil er es nicht wert ist. Und doch sind wir hier. Mein Onkel ist krank, Mr. Carnby. Ich will mich nur um ihn kümmern. Was mache ich denn hier? Gab's kein Taxi? Nein, ich würde mich allein nicht sicher fühlen. Haben Sie eine Waffe? Ja. Glauben Sie, ich werde sie brauchen? Nein. Aber je nach Reaktion des Personals müssen Sie sie vielleicht vorzeigen. Was genau werden wir denn tun, wenn wir Jeremy finden? Ich weiß es nicht. Finden wir ihn erstmal. So, willkommen bei Berlin und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute das Remake von Alone in the Dark. Wir werden uns jetzt für Edward Carnby entscheiden und gehen rein in die Großmutter der Herrenhäuser, dem allerersten, das jemals in einem Spiel am Start war. Auf geht's! Die Texturen sehen echt großartig aus. Hallo? Sieht verlassen aus. Kann nicht sein. Es muss jemand hier sein. Ah, die Garage ist offen. Warten Sie hier. Ich sehe hinten nach. Ist denn nirgendwo Personal? Kapitel 1. So, okay. Und wir haben die Steuerung. Ich muss erstmal gucken. So, okay, die Maussensibilität ist relativ hubbelig irgendwie. Da würde ich vielleicht nochmal ganz kurz mal nachsteuern. Irgendwie. Bevor wir jetzt hier alle plötzlich irgendwie den totalen Kotzkrampf kriegen. Ah, schon ein bisschen angenehmer. So, das, was ich bis jetzt schon mal gehört habe, ist, dass das Kampfsystem richtig bockig sein soll. Also ich bin mal gespannt irgendwie, was sich hier ein bisschen lebhafter gestaltet bei mir. Entweder Maus und Tastatur oder der von mir also gehasste Xbox-Pad. So, was haben wir hier? Ein Sattel. Und, was ist das? Eine Taschenlampe. Yippie. Besteht hier mit was haben wir denn hier? Ist mir schon mal sehr sympathisch. So, ich hoffe, das ist nicht so eine okay, ist das eine Taschenlampe? Sehr schön. Ich hoffe, das ist nicht so eine olle Taschenlampe wie der arme Benny bei Amnesia. Ja? Sondern die ist hoffentlich einfach nur an und das reicht denn. So, okay, und wir haben einen Schlüssel. Den Küchengartenschlüssel. Ah, wie schön. So, okay, alles klar. Und aus V Taschenlampe anmachen. V ist V für. Wieso V für Taschenlampe?
So, okay. Gut, haben wir hier noch? Können wir noch den Sattel mitnehmen? Nein, können wir nicht. Ist noch irgendwas in der Futtertränke? Nö. Das ist tatsächlich nicht besonders smooth. Irgendwie voll die Minispinte. Schön. Also wenn ich so mit der Maus hover, dann hackt das ganz schön so. Das ist nicht so schön. Hi Plummikorn, grüß dich. So, na gut. Okay. Hallo? Was rappelt da an der Tür? Zack, das ist jetzt auch der neueste Trend, immer irgendwie so Animationen, Ladeanimationen mit Schlüssel, die in Schlösser fahren und wieder raus. Das ist jetzt überall bei. Ich muss sagen, ich finde, wenn ich die Maus bewege, ist das halt nicht besonders geil irgendwie. Ist nicht smooth. Schnitz-schmoof, da müssen wir kurz nochmal gucken, da müssen wir nochmal ran. Ja, das habe ich tatsächlich, habe ich davor auch ein bisschen Befürchtung irgendwie, dass das Kampfsystem echt mies ist irgendwie. Aber schön hier. So ein schöner, verwunschener, überwucherter Garten. Finde ich gut. Oh, Alter, warum? Das ist aber, ja, ist nicht komisch. Im Chat ist nicht so. Interessant. Ist nur bei mir so. Big, 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 big. Performance und Steuerung wären aktuell meistens, okay. Na gut, okay. Ist es denn für euch okay? Ist das für euch spielbar oder sagt ihr irgendwie, hör auf! Hallo! Oh, hallo? Alter, lass doch mal eine Trauerweide hier, Alter. Das hätte ich ja auch so gerne. Jetzt überlegt doch mal, ihr habt so einen gigantischen Garten bei euch dran. Also klar, brauchst halt einen grünen Daumen, auf jeden Fall, ne? Aber, oh, was würde ich geben? Das ist ein ganz schön großer Baum mitten in einem Konservatorium. Ja. Oh, ich höre flüstern, ich höre eine Stimme. Jetzt sind wir hier bei Zelda, ist das der große Baum? So, was haben wir hier? Okay. Blumentopf. Ah, der Haushälterin-Schlüssel. Okay, nehmen wir. Dankeschön. So, können wir denn die Vasen kaputt machen? Ich mache so eine Vasen kaputt. Ich habe auch kein Messer, ne? Ich habe 6 Schuss. Eieiei. Okay. Na, ich bin ja mal gespannt. Ich bin ja mal gespannt, bis der erste Feind kommt. So, hier oben schauen wir nochmal kurz nach. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Vielleicht nehmen wir hier auch mal einen Schluck von dem Wasser und haben dann einfach Durchfall bis alle Ewigkeit. So, okay. Hier können wir nicht rein. Oh, jetzt auch noch nach oben. Ah, ich sehe mich doch hier schon wieder alle total verlaufen. Total den Überblick verlieren. Aber Benny ist ja im Chat dabei. Muss dann über TTS sagen, nein, links, links, oben, rechts. Nein, Steven, du hast dich total verlaufen. So, okay, was haben wir hier? Was ist das? Ein Getränk. Okay, ein Getränk. Wofür ist das? Ist das für Heilung? Ah, ich komme nicht hoch. Irgendjemand hat hier Pflanzen hingestellt. Indoor-Garten wäre schon geil, wenn ich mich nicht darum kümmern muss. Ja, aber das Schöne ist doch, sich darum zu kümmern. So. Achtung, Schlüsselanimation incoming. Zack, zack. Hallo. Finde den Eingang und lasse Emily Hartford herein. Ich denke nicht, dass ich das tun werde. Ich werde mir erstmal schön das Herrenhaus hier anschauen. Oh, warte mal, hier ist ein Schlüsselkasten. Kann ich das nehmen? Nee. Okay, hier ploppt halt auch nichts. Oh, ein schöner Kalthammer, wunderbar. Nehmen wir auch. Das Waschbrett. Der Klassiker. So, okay. Oh, was für Töten für so eine Küche. Oh, ist das geil. Ist das cool. So, hier unten haben wir eine Truhe, da schauen wir nochmal rein. Hallo, Truhe? Hallo, Truhe? Nochmal ein Getränk. Also es ploppte so ein kleines Kreuz auf. Ich gehe mal davon aus, dass das so eine Art Heiltrank. Und Munition! Pistolenkugeln. Vorräte. Schön. Dankeschön. So, Schlüsselkasten. Hier ist nichts. Ah, die Vorratskammer. Wunderbar. Ganz toll. Das ist alles vegetarische Schweinehälfte, die hier hängt. So, eine Truhe. Okay, noch eine Ecke. Gut, hab jetzt also, renn jetzt hier mit dem Sixer schon rum. Gar kein Problem.
So, hier hinten liegt was. Was ist das? Rattengift. Lackniape. Öffnen. Eine große Depression. What? Ist das, was ist das? Verbotenes Wissen. Ist das ein Collectible oder was ist das? Das Gesundheitsamt hätte nichts zu tun bei der Vorauskammer. Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht. Was? Was war das? Lackniapes sind unbedeutende Gegenstände, die du immer wieder im Spiel finden kannst. Das Vervollständigen von Sets wird verbotenes Wissen und manchmal sogar noch mehr freischalten. Lackniapes bleibt von Spiel zu viel erhalten. Einige Sets können gar nicht erst vervollständigt werden, ohne sowohl Kami als auch Emilys Kampagne zu spielen. Verstehe. Moment. Oh, hier, ein Schrank. Ist hier noch was zu trinken drin? Ich würde es mitnehmen. Nein, es sind Kugeln. Und der Ofen ist aufgegangen. Hier ist plötzlich so alles aufgegangen. Ist ja interessant. Wir Poltergeister. Mr. Anderson. Können Sie mich hören, Mr. Anderson? Geben Sie mir ein Zeichen, Mr. Anderson. So, ich laufe eigentlich komplett falsch, ne? Ich sehe das schon gerade. Okay, ich lasse mal tatsächlich erstmal Emily rennen. Irgendwie bevor ich jetzt hier schon auf den ersten Boss stoße. Voraussetzung, ich finde Emily irgendwo. So, Emily! Wo bist denn du? Oh, haben wir hier. Die Familienbibel. Dein Schweigen wiegt mit jedem Tag schwerer. Es war für alle ein schweres Jahr und viele haben alle Hoffnung verloren. In der Zeitung lese ich vom Leid der Menschen. Da sind Bilder von staubbedeckten Landschaften ohne einen Tropfen Wasser. Ich wünschte, ich wüsste, ob du dich noch um diese Erde kümmerst oder ob du ihr den Rücken zugekehrt hast. Ich habe anderswo begonnen, nach Hilfe zu suchen. Ich bete um ein Zeichen von dir, ob du diesen Pfad billigst oder nicht. Mit der Hilfe von Baptiste und Charlotte habe ich Trost im Praktizieren von Voodoo gefunden. Lange war ich skeptisch, was diesen Kult aus der Karibik angeht. Aber er hat mir gut gedient. In meinem Buch liest sich das alles recht harmlos. Ich sage ein paar Worte, die sich die Kreolen in ihren Träumen ausgedacht haben, und trage einen kleinen Beutel mit Talismanen mit mir rum. Von alledem steht natürlich nichts in der Bibel. Aber die Priesterin aus dem französischen Viertel sagte mir, das würde alles zusammenhängen. Sie sagt, der Gott der Christen ist nur eine weitere Sicht auf den Schöpfer aller Dinge. Damit kann ich leben, nur eben andersherum. Dass die Geister ihres Glaubens nur Aspekte von dir sind, unserem Vater im Himmel. Ich bin so dankbar für die Worte, die du Mr. Hardwood gegeben hast. Wir werden deine Loblieder in der Johannisnacht singen. Bald wird die Welt wieder gesegnet sein. Deine Forderungen für Opfer wirken wie aus dem Alten Testament. Lass dies alles wahrhaftig sein. Eine Mutter der Erde, des Waldes und des Schmutzes. Eine Mutter von 1000 Jungen. Heiliger Sand, $1. Öl einer schwarzen Katze, $1.50. Des Teufels Schnürsenkel, $0.25. Das macht $2.75, Madame. Was haben Sie da dem Doktor gesagt? Eine Ziege ohne Hörner? Was soll das heißen? Ah, da haben Sie mich wohl falsch verstanden, Madame. So etwas habe ich nicht gesagt. Bitte. Ich weiß, ich sehe nicht aus wie ihr. Aber ich bin unterwürfig. Ich bin bereit für alles, was nötig ist. Seien Sie nicht übereifrig, alles zu opfern, was Ihnen noch geblieben ist, Madame. Und jetzt verlassen Sie bitte meinen Laden. Eine Ziege ohne Hörner. Aber großartig, ja. Es ist wirklich ein absoluter Luxus tatsächlich, dass hier auch eine deutsche Vertonung da ist. Gerade von geschriebenen Wort. Ja, muss man ganz klar sagen. Ansonsten muss ich das immer mühsam vorlesen, was für euch noch mühsamer ist irgendwie. Wenn hier so ein Legastheniker ihn abstottert. Aber großartig synchronisiert. Schön. Auch wenn der Text einfach doppelt so lang ist, wie er da steht. So, achso, von hier komme ich. Uiuiui, hopp, 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 hopp. So, aber jetzt mal Butter bei der Fische. Wo? Judy? Judy, wo bist denn du? So, warte mal, hier ist ein Garten. Von hier komme ich. Also man merkt tatsächlich schon, dass das Spiel manchmal noch so ein bisschen klebt irgendwie.
Mal schauen, ob sich die Performance noch so ein bisschen einspielt. Das wäre gut. So, okay, dann muss ich anscheinend doch durch den Keller gehen. Gut. So, Emily. Oh, was haben wir hier? Ah, der Boilerraum. Was haben wir? Oh, das Sabotage. Bitte den Kessel nicht berühren. Er funktioniert immerhin gerade. Die Sabotage hat zwar für ein Leck gesorgt, aber nur die Zierplatte ist wirklich zerstört worden. Warten wir darauf, dass Mr. Chance auftaucht. Der soll sich das Leck mal ansehen. Mr. Waits. Hm, okay, alles klar. Oh, hier haben sie schön, was haben sie gekloppt? Ah ja, Mau Mau. Das sieht nicht sicher aus. Okay, hier will ich wohl nicht vorbeikommen. Hier baut wohl erstmal anscheinend ein Rad, um daran zu drehen, oder? Hm. Also ich bin mir sicher, da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher irgendwie, dass wenn ich mir heute irgendwie so einen Heißwasserboiler installieren lasse, ja, der Sanitärmensch, der mir den installiert, nicht mit einem Puzzlerätsel kommt und sagt, also pass auf, wenn du den abschalten willst, brauchst du erstmal eine Holzplatte, die werde ich dir aber im anderen Herrenhaus verstecken. Und dann musst du das Rätsel erstmal lösen und dann kannst du ihn ausmachen. Dann kannst du ihn ausmachen. Aber was, ich möchte mich nicht beschweren, versteht mich nicht falsch, ich liebe solche Sachen. Und wie gesagt, wir haben hier den Urgroßvater, den Archetypen des Survival-Horrors und da ist halt eigentlich obligatorisch, dass sowas dabei ist. So, okay, alles klar, hier geht's hoch. Emily! I'm coming for you. Ich denke da vorne, das sieht so... Ach, schön. Ach, ein Bart. Okay, ich muss doch nochmal kurz gucken erstmal. Ich muss erstmal alle durchstöbern, bevor die sagt so... Was machen sie hier irgendwie? Das sind nicht ihre Schränke. Warum? Ihh, eine Kakerlake. Schön. Eine dicke Schnake. So, warte mal, konnte ich da was nehmen? Nee, das war bloß die Taschenlampe, die so oft ploppte gerade. Hm, Handtasche, schön. Also, grafisch gefällt mir das Spiel sehr, sehr gut, muss ich sagen. Sehr, sehr, sehr gut. Ach komm, ich lass jetzt mal rein. Ich denke mal, die wird hier vorne sein, ne? Nein, das ist die Bücherei. Schau mal an. Abgeschlossen. Schlüssel. Ach, den haben wir noch nicht. Schau mal an. Okay, die haben wir noch nicht. Hm. So. Schnipp. Oh, ich brauche den Schlüssel. Okay, alles ist hier verriegelt, verrammelt, verschlossen. Wie es sich hört. Mach ich auch immer so. Ich schließe halt auch mal die Badtür von außen ab. So, hier haben wir eine Karte. Und ein Schlüssel hängt daneben. Wunderbar. Der Bodenplan von Dersetto. Sehr schön. Wir haben die Karte. Wir haben eine Map. Okay, cool. Hier sehen wir tatsächlich, welche Türen verschlossen sind. Welche verriegelt ist. Versperrte Türen aufschließbar. Interessant, interessant. Cool. Sieht doch schön aus. Hier fällt mir tatsächlich von der Grafik her. Sehr gut. Okay. Okay. Der Verandaschlüssel. Dankeschön. Hey. Hey. So, hier haben wir noch einen Kasten. Den werden wir wahrscheinlich nicht mit dem Verandaschlüssel öffnen können, aber ich probiere trotzdem. Hm, funktioniert nicht. Wer hätte es gedacht? Oh, so eine geile Truhe. So eine Truhe suche ich gerade irgendwie. Getränk. Mann, Alter. Wieso so mit so einem fetten Bollerwagen voll Getränke rumlaufen hier? Sonntag, 22. Juni. Ich habe den ganzen Tag mit der Suche nach Jeremy verbracht. Ich hätte mich um die anderen kümmern sollen. Aber ich mache mir Sorgen, dass er etwas tut, das man nicht mehr wieder gut machen kann. Hi, Jojo. Cassandra ist wütend, hey, Oma, weil ich ihr die neueste Lieferung an Schmerzmitteln nicht gegeben habe, die Waits gestern im Postamt abgeholt hat. Ich hätte sie ihr ja gegeben, aber die Firma hat dieses Mal keinen neuen Schlüssel mitgeschickt. Also steht diese Kiste einfach verschlossen auf meinem Schreibtisch. Die haben sich wohl gedacht, dass wir inzwischen genug von ihren Trickschlüsseln haben. Ich erinnere mich aber nur an einen, den ich in den letzten Tagen gesehen habe. Grace hat im großen Salon damit gespielt. Wenn das Ding nicht von selber auftaucht, muss die Sache wohl warten. Ich muss herausfinden, wo Jeremy hin ist. Ich glaube, Jack weiß etwas. Sein Hund hat diese seltsame Fäulnis aufgespürt, die das Haus durchdringt. Sie will uns etwas zeigen, hat er gesagt. Als würden diese ekligen Flecken und Schlieren zu ihm sprechen. Hm, okay. Wir haben jetzt hier natürlich Sachen angemarkert. Schmerzmittel im großen Salon. Seltsame Fäulnis. Oh,
Okay. Trickschlüssel. Mhm. Vielleicht finden wir einen. So, was... Oh, was ist das? Halte I gedrückt, um die Karte... Warum denn I? I für die Karte. Okay. Ja. Nö. De Sedo, die alte Villa der Plantage, war bereit zusammenzubrechen, wurde aber von einem Nordstaatler mit leuchtenden Augen namens Dr. Gray am Leben gehalten. Tolle Stimme. Angesichts der Tatsache, dass die Angestellten sich nicht mal dazu aufraffen konnten, an die Tür zu kommen, war sich Detective Carnby recht sicher, dass sie einfach hineingehen und sich Jeremy schnappen konnten. Er musste nur erstmal die Tür für Emily öffnen, damit sie mit ihrem Onkel reden konnte. Ja, okay. Ermittlungen, Familienbibel. Okay, hier haben wir die ganzen Sachen, die wir gefunden haben. Und achso, das sind halt die Trashy Items. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Weil unten kommen wir jetzt nicht weiter. Alles ist verriegelt, verrammelt und verschlossen. So, was haben wir da unten? Fest verkeilt. Und können wir... Achso, die sind von innen. Ist wahrscheinlich von innen verkeilt. Gut, schade. Da geht wohl nichts. Okay, und was haben wir hier? Privat. Nicht eintreten. Sieht wichtig aus. Okay. So, ich habe keinen Schlüssel. Ich habe jetzt nur verschlossene Türen. Kann ich den irgendwie... Nee, kann ich auch nicht entfernen wahrscheinlich, ne? Okay. Läuft ziemlich cool die Treppe runter, finde ich gut. So, hier kommen wir nicht rein. Kein Schlüssel. Ah, doch. Das ist der Verandaschlüssel. Verstehe, alles klar. Ah, wie schön. Was? Hey, hey, hey. Ey, guckt, also wir haben ja schon wirklich dieses wunderbare, schöne Gartenhaus gehabt, dieses gigantisch große mit diesem großen, mit dieser großen Trauerweide da drin. Und jetzt hast du noch so einen Garten hier, ey. Hasse so solche Leute. Hasse sie deshalb, weil ich sowas nicht habe. Ich möchte sowas auch haben. Damit ich meinen Morgenkaffee einnehmen kann. Hm, ist aber ein wunderbares Zimmer des Todes hier. Schön. Ah, sieht toll aus. Guckt euch doch mal bitte die Grafik an. Also... Ich brauche den Schlüssel. Alter, ist hier wirklich jede Tür abgeschlossen? Mann. Hier hat aber jemand wirklich ein sehr ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis. So, finden wir hier irgendwas? Eine Zigarre. Ja. Hallo! Mortimer? Auf zum Kamingespräch. Die Weltwirtschaftskrise. Präsident Hoover erhöht die Zölle für über 20.000 Importgüter, um die Arbeiter Amerikas zu schützen. Seit dem Zusammenbruch der Märkte an der Wall Street am 24. Oktober des letzten Jahres hat die amerikanische Wirtschaft schwer gelitten. Tausende Firmen sind bankrott und ein großer Teil der amerikanischen Arbeiter ist nun arbeitslos. Um das Ruder herumzureißen, hat Präsident Herbert Hoover das Smoot-Hawley-Zollgesetz unterschrieben. Durch das Regulieren des internationalen Handels hofft die Regierung, einen Anreiz für die US-Industrie zu schaffen, mit billigen Importwaren aus dem Ausland zu konkurrieren. Aberglaube verbreitet sich. In diesen schweren Zeiten profitieren Voodoo-Läden und spirituelle Medien in New Orleans. Während die Wirtschaft seit dem Schwarzen Donnerstag des letzten Jahres gebeutelt ist, wenden sich immer mehr Menschen den Hexendoktoren und Schlangenbeschwörern zu. Zum Tag des Johannisfests am 23. dieses Monats erwartet die Polizei noch gesteigerte Kultaktivitäten nahe des St. John-Sumpfs an der Südküste des Pontchartrainsees. Es gibt in dieser Region eine lange Tradition für Voodoo-Rituale am Johannistag, die bis zu den ersten Schlangenanbetern zurückreicht, die als Sklaven aus Westafrika verschleppt worden waren. Im 19. Jahrhundert sind diese Praktiken durch die legendäre Marie Laveau bekannter geworden und wurden seitdem von vielen Kreolen übernommen, aber auch von den überlebenden Aristokraten des französischen Viertels. Schriftstellerin sucht Zuflucht. Gerüchte bestätigt. Autorin Cassandra Beauregard hält sich in De Sedo auf. Das De Sedo Hospital ist ein altes Plantagengebäude an der Ostküste des Pontchartrainsees. Oft wird es als Irrenhaus angesehen, aber der örtliche Arzt Elmer Lee Gray bevorzugt den Begriff Erholungszentrum, einen Ort, den man aufsucht, um Ruhe zu finden. Die Liste der Patienten ist geheim, aber sie soll angeblich viele schwarze Schafe aus wohlhabenden Familien enthalten, denn in De Sedo wird man ganz sicher nicht gratis behandelt.
Die örtliche Schriftstellerin Cassandra Beauregard hat nun selbst zugegeben, dass sie sich hier aufhält. Sie gilt allgemein als eine der einflussreichsten kreolischen Stimmen und hat viele erfolgreiche Bücher geschrieben. Aus Hollywood wurde kürzlich vernommen, dass sie ein Manuskript für einen Film vollendet hat. Der Titel Slaughter Gulch. Der Film soll kommendes Jahr in die Kinos kommen. Ja, den schreibt sie aber erst fertig in einem Leuchtturm relativ weit am Ende der Welt irgendwie, wo sie noch drei andere Geschichten schreibt. Ich sag nur plopp. So, ja, ich muss sagen, Voodoo finde ich wirklich extrem unheimlich. Irgendwie, es gibt ja nur halt wirklich eine Menge komische Gelumpse, aber Voodoo finde ich unheimlich. Ich glaube auch tatsächlich, dass Voodoo wirkt. Stempel. Ah, okay, alles klar. Wir haben ein neues sinnloses Item bekommen. Wunderbar. Verlorene Kinder. Schön. Schließen. Schließen mit I. Hm. Hier um die Ecke. Garçon. Ein Zimmer, s'il vous plaît. Okay, gut. Oh, ich brauche den Schlüssel. Kein Schlüssel. So, was haben wir hier? Ein... Das Kanapé, da lassen wir uns drauf nieder. Abgeschlossen. So, okay. Was haben wir denn hier? Finden wir hier irgendwas? Nein, nein, nein. Ist hier noch was? Nö. Hm, okay, schwierig. Oh, ist auch nochmal eine Klingel, das ist ja geil. Überall so eine Klingel, ey. Ding, ding, ding. Man öffnet die Tür. Johann. So, können wir das Radio anmachen? Nein. Aber wir haben schon Steckdosen. Das ist doch was. Ja, ich meine, gut, wir haben auch elektrisches Licht. Klar, dass wir auch Steckdosen haben. Aber muss man denn da wirklich so ein Verlängerungskabel anziehen? Oh. So, der Teddy ist cute, sagst du, ja? Ich finde ihn ziemlich... Ach, danke. Okay. Da ist die Tür gewesen. Was machen Sie hier? Wer sind Sie? Oh, Verzeihung. Tut mir leid. Ich bin Edward Cornby, Privatermittler. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass wir reingekommen sind. Die Taschen voller Flaschen so. Es stört mich. Dies ist Privatbesitz. Sie können nicht einfach reinplatzen. Das tut mir sehr leid, aber ich suche nach meinem Onkel. Es ist dringend und es kam niemand an die Tür. Genau, wir können wo warst das du? Klopfen nicht mehr hören. Ach, das ist die Klingel aus der Demo. Das. Wer ist Ihr Onkel, Liebes? Jeremy. Oder nicht? Sie hat diese Hardwood-Aura, oder? Das stimmt. Ich bin Emily Hardwood. Und ich bin nur hier, um nach meinem Onkel zu sehen. Tja, gerade ist er nicht zu sprechen. Also, Sie müssen ein andermal wiederkommen. Nicht zu sprechen? Warum? Schläft er etwa? Dann warten wir. Er ist weg. Kenne ich dich nicht irgendwoher? Wer ist der Mann nochmal, Miss Hardwood? Ich bin Edward Cornby, Privatermittler. Reizend. Das reicht. Ihr alle, zurück auf eure Zimmer. Es bestimmt noch gleich Herr Kühlpoirot. Halten Sie das Kind im Auge. Und Sie beide, bitte verlassen Sie uns augenblicklich. Hören Sie, wir wollen keinen Ärger machen, okay? Lassen Sie uns den alten Mann sehen, damit meine Klientin beruhigt ist. Und dann gehen wir. Jeremy wird vermisst. Kein Grund zur Sorge, aber es könnte etwas dauern, bis er auftaucht. Das ganze Personal sucht nach ihm. Was? Er ist weg? Ich habe keine Zeit für so etwas. Bitte, kommen Sie morgen wieder. Dann warten wir in seinem Zimmer. Das stört doch nicht. Es ist oben, nicht wahr? Das ist schon ziemlich übergriffig von ihm, ey. Keine Sorge, wir sind diskret. Ich meine, wenn Sie das sagen würden, okay. Die erste Tür zur Linken. Ich sage Dr. Gray Bescheid. Exzellent. Danke, Madame. Na, die Skulpturen, die fand ich schon in der Demo so gruselig, ey. Ach, schön, der Teppich steht noch aufgerollt. So, okay. Ist er denn wirklich weg oder versteckt er sich nur im Schrank, der gute Onkel? Na schön, da wären wir. Sehen wir uns um. Vielleicht können wir Spuren finden.